freue ich mich, jetzt Anvi begrüßen zu dürfen. Wenn auch nur mit Standbild, kurze Vorwarnung, denn die Internetverbindung mag vielleicht nicht die beste sein, aber wir haben ein schönes Bild von Anvi und sie wird vorstellen ein bisschen was, was sie herausgefunden hat und womit sie sich sehr beschäftigt, nämlich zur Datenvisualisierung im Internet, wie man die besonders barrierearm umsetzen kann. Sie ist Frontend-Entwicklerin und studiert Mensch-Computer-Interaktion. Deshalb freue ich mich sehr auf den Talk zur barrierearmen Datenvisualisierung im Web und freue mich und trete zur Seite für den Talk. Ja, vielen Dank für diese coole Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei FireChance die Möglichkeit habe, über dieses Thema zu reden, was mich sehr interessiert und was auch ein sehr wichtiges Thema ist, wie ich finde. Ich rede heute über barrierearme Datenvisualisierung im Web, wie schon angekündigt. Das ist ein Thema, das ich momentan im Rahmen von meiner Masterarbeit recherchiere. Und wollte hier einfach die Gelegenheit nutzen, einfach mal ein paar Learnings zu teilen, einfach die ich jetzt selber auch hatte, während ich recherchiert habe für meine Masterarbeit. Kurz vorweg, wo nicht anders gekennzeichnet, ist diese Präsentation unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz lizenziert. Fangen wir an. Datenvisualisierung begegnen uns an vielen verschiedenen Orten, unter anderem auch häufig im Internet. Da könnten uns zum Beispiel solche Datenvisualisierungen begegnen. Ich habe hier auf meiner Slide ein Bild von einem Balkendiagramm mit dem Titel Durchschnittlicher Mate-Konsum in Flaschen pro Tag. Wir haben auf der X-Achse die Monate Januar bis Dezember 2022. Und auf der Y-Achse den durchschnittlichen Mate-Konsum von 0 bis 4 Flaschen pro Tag. Und dann eben die Daten in einem gestapelten Balkendiagramm von drei verschiedenen Personen. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel von so einer Visualisierung. Damit wollte ich einfach mal zeigen, was ich meine, wenn ich jetzt über die Visualisierung spreche. Natürlich gibt es auch ganz andere, deutlich komplexere, aber das ist jetzt ein Beispiel einfach. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel diese Visualisierung. Auf dieser Slide habe ich wieder ein Balkendiagramm. Diesmal haben wir auf der X-Achse Altersgruppen aufgetragen von 0 bis 4 bis zu 95 bis 99. Auf der Y-Achse haben wir die Bevölkerung in dieser Altersgruppe und das Ganze ist als Balkendiagramm dargestellt. An diesem Diagramm wollte ich gerne auch schon mal zeigen vielleicht, dass es eben auch häufig Barrieren gibt, beziehungsweise dass halt leider häufig die Umsetzung von Datenvisualisierung im Internet nicht so ideal ist. Als Hinweis, hier bei der Visualisierung zum Beispiel ist jetzt die Schrift teilweise recht klein, nicht ganz lesbar. Es gibt zum Beispiel auch keinen Titel von der Visualisierung. Und das sind einfach nur kleine Beispiele dafür, für die vielen, vielen Barrieren, die leider häufig anzutreffen sind bei Datenvisualisierungen im Internet. Das heißt, was ich mich da gefragt habe, ist, wie können wir das Ganze besser machen? Wie können wir schauen, dass Datenvisualisierungen, die wir im Internet irgendwo posten oder auf Webseiten einbinden, dass die eben auch für Menschen mit Behinderungen gut benutzbar sind? Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze anhand von drei kleinen Szenarios hier präsentiere. Das heißt, ich würde als erstes mir das Szenario anschauen, dass wir eine Visualisierung online posten, zum Beispiel auf Mastodon. Das zweite, was ich mir mit euch anschauen wollte, ist das Design einer Visualisierung. Ich denke, das ist eine Situation, in der vielleicht manche hier ab und zu sind, wenn man Daten hat und selber eine Visualisierung generiert. Das heißt, da würden wir uns anschauen, worauf kann man zum Beispiel achten, damit es barriereärmer wird. Und das dritte Szenario, was ich mir gerne mit euch anschauen würde, ist das Coden einer Visualisierung. Da wollte ich auch einen kleinen Einblick einfach geben, wenn ich zum Beispiel eine Datenquelle oder Daten habe und eine Visualisierung code, worauf ich dann achten kann, um das Ganze ein bisschen barriereärmer zu machen.
Fangen wir also an mit dem ersten Szenario Posten einer Visualisierung. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben schon irgendeine Grafik, irgendeine Visualisierung und möchten diese im Internet teilen. Das heißt, ich sag mal, die Möglichkeiten, die wir haben, um das Ganze barrierearm zu gestalten, sind jetzt in dem Sinne eingeschränkt, dass wir nicht wirklich an dem Bild selber etwas ändern können. Ich sag mal, vielleicht, wenn wir GrafikerInnen sind, könnten wir das vielleicht schon. Aber ich sag mal, jetzt in diesem Kontext, wo wir einfach ein fertiges Bild online teilen, können wir das nicht. Schauen wir uns also das als Beispiel an. Ich habe hier wieder ein Balkendiagramm. Das hat den Titel Janas Mate-Konsum 2022 in Flaschen pro Tag. Auf der X-Achse sind die Monate Januar bis Dezember 2022 aufgetragen und auf der Y-Achse haben wir die konsumierten Mateflaschen, die durchschnittlichen konsumierten Mateflaschen pro Tag von 0 bis 2,5. Und es geht hier jetzt zwar nicht um die Daten, aber ich sage es trotzdem kurz. Man sieht, dass der Mate-Konsum recht ansteigt von Januar bis August und dann recht drastisch abfällt auf null bzw. fast null in den letzten 3 Monaten des Jahres. Das heißt, wenn wir jetzt diese Visualisierung posten wollen, dann ist vielleicht, wo viele direkt auch vielleicht auch dran gedacht haben, ist, wir sollten auf jeden Fall eine Bildbeschreibung schreiben. Das ist immer wichtig, wenn wir online Bilder teilen, dass wir Bildbeschreibungen schreiben, damit Menschen, die einen Screenreader benutzen, dann eine adäquate Beschreibung vorgelesen bekommen, wenn sie dieses Bild annavigieren. Hier wollte ich gerne einen kurzen Exkurs machen, weil ich eben nicht weiß, ob das im Publikum jetzt, wie weit das verbreitet ist. Das wissen halt auch, was ist eine Bildbeschreibung und wie mache ich eine Bildbeschreibung. Deswegen hier einen ganz kurzen Exkurs dazu. Wie ich eben schon genannt habe, eine Bildbeschreibung ist eben ein Text, wo ich das Bild, was ich poste, beschreibe, damit zum Beispiel Screenreader-NutzerInnen das vorgelesen bekommen. Wenn sie das Bild eben nicht sehen wollen, wie auch immer. Als Beispiel, hier habe ich einen Post. Vielen Dank an @gatze auf chaos.social für dieses Bild. Das ist ein Screenshot von einem Post mit dem Titel Kalt und Nass und es ist das Foto einer Katze im Schnee. Und hier hat Gatze zum Beispiel eine Bildbeschreibung geschrieben, die kann man sich mit dem Screen wieder anhören oder auch in manchen Clients auch lesen. Hier habe ich einen Screenshot von einem Android-Client und da steht eben unter dem Bild dann, eine flauschige Langhaarkatze hockt in der Reifenspur eines Autos mitten in einer verschneiten Fläche. Sie starrt geradeaus und wirkt nicht unbedingt zufrieden mit der Situation. So eine Bildbeschreibung kann man eben hinzufügen, wenn man ein Bild hochlädt. Hier habe ich einen Screenshot vom Bilder-Upload in Mastodon und hier ist rechts die Preview von dem Bild, was gerade hochgeladen wird. Und links gibt es eben ein Textfeld, Bildbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen, wo man das Bild dann beschreiben kann. Kurzer Hinweis, Bildbeschreibungen sind nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen, das sind nicht die einzigen Menschen, die diese Bildbeschreibung konsumieren, aber nichtsdestotrotz, hier kann man diese Bildbeschreibung eingeben. Wie man eine Visualisierung gut beschreibt, ist gar nicht so trivial und natürlich Bildbeschreibungen überhaupt sind auch eine Sache, wo es natürlich sehr darauf ankommt, warum poste ich das Bild, in welchem Kontext poste ich das Bild, was ist in dem Bild wichtig hier gerade. Das heißt, es gibt nicht den einen Weg, jetzt ein Bild perfekt zu beschreiben. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wir wollen eine Datenvisualisierung beschreiben und wollen möglichst einfach die Informationen gut wiedergeben, die in der Visualisierung enthalten sind, dann gibt es eben dieses Modell von Lundgaard und Satya Narayan, was ich recht hilfreich finde, an dem man sich orientieren kann. Es besteht aus 4 Ebenen. Die erste Ebene ist Übersicht und Aufbau. Das heißt, hier beschreibt man, was ist das für ein Diagrammtyp, was ist der Titel der Visualisierung, welche Achsen gibt es, welche Codierung und so weiter. Das heißt, man beschreibt einfach den Grundaufbau der Visualisierung. Die nächste Ebene ist der statistische Überblick.
Hier beschreibt man grundlegend statistische Werte von den Daten, die dort gezeigt werden. Zum Beispiel kann man den Median nennen, Extremwerte oder auch einfache Vergleiche machen. Die dritte Ebene ist die Ebene der sichtbaren Phänomene. Und diese Ebene oder ich sag mal Beschreibungsteile, die dieser Ebene entsprechen sind, werden besonders laut deren Studie auch besonders geschätzt, zum Beispiel von blinden und sehbehinderten Menschen, weil es hier eben darum geht, die Sachen zu kommunizieren, die häufig so visuell wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Trends, Muster und Ausnahmen. Das sind eben genau diese Sachen, warum ich normalerweise dann in diesem Fall eben nicht eine Tabelle share online, sondern eben eine Visualisierung, weil es eben etwas Interessantes zu sehen gibt, wie zum Beispiel einen Trend in den Daten. Und es ist eben wichtig, es ist eben besonders wichtig, dass auch diese Sachen in der Bildbeschreibung enthalten sind. Die vierte Ebene ist etwas kontroverser, das ist die Ebene der zusätzlichen Informationen. Da geht es darum, dass man zusätzliche Erklärungen, Insights oder zusätzlichen Kontext dazu gibt. Das sollte man eben nach Ermessen der Situation machen, würde ich sagen. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man jetzt nicht mit Interpretationen zu weit geht, weil eine Bildbeschreibung jetzt ja das beschreiben sollte und nicht der Person sagen sollte, wie sie das Bild zu verstehen oder zu interpretieren hat. Das heißt nochmal ganz kurz, hier die vier Ebenen, die vorgeschlagen wurden. Erstens Übersicht und Aufbau, zweitens statistischer Überblick, drittens sichtbare Phänomene, viertens zusätzliche Informationen. Man muss jetzt keinesfalls der Reihe nach alles abarbeiten, sondern man kann einfach diese Ebenen anschauen und einen Text schreiben und entsprechend schauen, ob man die wichtigen Teile ungefähr abgedeckt hat mit dem Text. Ich habe das hier mal versucht für dieses Diagramm, was wir eben hatten am Anfang vom Beispiel, Janas Mate-Konsum 2022. Ich habe hier die folgende Bildbeschreibung geschrieben. Ein Balkendiagramm mit dem Titel Janas Mate-Konsum 2022 in Flaschen pro Tag. Auf der X-Achse stehen die Monate Januar bis Dezember 2022. Auf der Y-Achse steht die durchschnittliche Anzahl an täglich konsumierten Flaschen Mate. Jahresdurchschnitt 1,35 Flaschen pro Tag. Maximum liegt bei 2,7 Flaschen pro Tag im August. Minimum liegt bei 0 Flaschen pro Tag im September, November und Dezember. Der Konsum steigt von 1,5 Flaschen im Januar auf 2,7 im August, fällt dann abrupt auf 0 Flaschen im September. Abgesehen vom Oktober mit 0,25 Flaschen pro Tag bleibt der Konsum bis Ende des Jahres bei 0. Das ist eben einfach ein Beispiel, wie so eine Bildbeschreibung aussehen bzw. sich anhören kann. Ein weiterer Tipp noch, wenn ihr online Datenvisualisierungen teilt, wenn ihr selber die Daten habt oder wenn ihr einen Link dazu habt, wo die Daten herkommen, dann ist es immer nice, auch zu den Daten zu verlinken. Das hat eben den Vorteil, dass dann Personen, für die weder die Visualisierung noch die Bildbeschreibung irgendwie hilfreich ist, zum Beispiel die Daten runterladen können und in einem Programm ihrer Wahl öffnen. Das ist natürlich jetzt nicht die ideale Lösung, dass Personen dann selber die Daten runterladen und selber öffnen und anschauen müssen. Aber es bietet immerhin die Möglichkeit, dass wenn jemand sagt, okay, das ist für mich interessant, aber irgendwie funktioniert diese Visualisierung für mich nicht, dann bietet es immerhin die Möglichkeit, dass die Person sich selber die Daten nimmt und so mit den Daten interagiert, wie es für sie passt. Damit würde ich jetzt dann übergehen zum zweiten Szenario, und zwar ist das Design einer Visualisierung. Das heißt, in diesem Szenario stelle ich mir vor, wir haben Daten und wollen entweder per Hand eine Visualisierung zeichnen oder verwenden irgendein Tool, um eine Visualisierung zu generieren, wo dann am Ende irgendein Bild bei rauskommt. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben eine Tabelle mit Daten zum Beispiel. Hier habe ich Daten vom Statistischen Bundesamt mit den Zahlen der Geburten und Todesfälle in Deutschland von 1950 bis 2021. Wenn wir jetzt eine Visualisierung
Design oder daraus generieren, könnte das sein, dass das im ersten Schritt dann beispielsweise so aussieht. Auf dieser Slide habe ich jetzt ein Liniendiagramm. Auf der X-Achse sind die Jahreszahlen von 1950 bis 2021 aufgetragen. Auf der Y-Achse sind die Geburten bzw. Sterbefälle von 0 bis 1,4 Millionen aufgetragen. Es gibt zwei Linien, eine grüne für die Geburten und eine rote für die Sterbefälle. Hier fallen vielleicht manchen auch schon einige Sachen auf, die man besser machen könnte, damit es barriereärmer ist. Eine Sache zum Beispiel ist, dass der Text eher klein und kontrastarm ist. Das heißt, das ist so die erste Sache, die ich empfehlen würde auch. Schaut, dass alles möglichst kontrastreich ist, gut zu erkennen ist und gut zu lesen ist. Vor allem halt auch der Text. Das heißt, ich habe jetzt hier eine kleine verbesserte Version auf der nächsten Slide, wo einfach der Text größer und kontrastreicher ist. Was vielleicht vielen auch gleich schon aufgefallen ist, ist, ich habe hier die Farben Rot und Grün verwendet. Das sind Farben, die für Menschen mit bestimmten Farbsehschwächen einfach schlecht zu unterscheiden sind. Das heißt, diese Farbkombination sollte vermieden werden, möglichst in Visualisierung. Es gibt noch andere Farbkombinationen, die auch schwierig sind. Das heißt, wenn ihr Farben auswählt für Visualisierung, dann würde ich empfehlen, online zu schauen. Es gibt verschiedene Seiten, wo man sich Farbpaletten generieren kann oder wo es Tipps dazu gibt, wie man Farben auswählt, die auch für Menschen mit Farbsehschwächen gut unterscheidbar sind. Hier habe ich jetzt die dritte Version von diesem Diagramm. Jetzt ist die rote Linie etwas kräftiger rot und die grüne Linie ist dunkelblau. Ich habe noch eine andere Änderung vorgenommen, und zwar habe ich vorher eine Legende gehabt. Ich weiß nicht, das kann sein, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen, aber es gab vorher oben eine Legende, die die Farben zu den Datenreihen mappt, und jetzt ist diese Legende weg. Stattdessen sind die Linien jetzt direkt gelabelt. Also am Ende der blauen Linie gibt es ein Label Sterbefälle. Am Ende der roten Linie gibt es ein Label Geburten. Das hat eben den zusätzlichen Vorteil, dass selbst wenn jetzt die Farben irgendwie für jemanden schlecht zu erkennen wären, dass es trotzdem noch möglich wäre zu verstehen, welche Linie welche Daten darstellt. Und jetzt habe ich noch eine vierte Version davon. Und zwar, was ich hier noch hinzugefügt habe, ist ein Titel, Geburten und Sterbefälle in Deutschland von 1950 bis 2021. Und Achsenlabels, und zwar ist die X-Achse gelabelt mit Jahr und die Y-Achse ist gelabelt mit Anzahl pro Jahr. Das heißt, das ist eine weitere Sache, wo wir darauf achten sollten, wenn wir Visualisierung designen, dass wir schauen, dass wirklich alles klar gelabelt und verständlich ist und dass eben auch zum Beispiel Achsenlabels und Titel vorhanden sind. Das war's dann zu meinen Tipps, kurzen Tipps zum Thema Design. Es gibt sicher noch viele weitere Sachen. Aber jetzt wollte ich noch kurz, dass wir uns das Thema Coden einer Visualisierung anschauen. Was ich damit meine, ist das Szenario, dass wir eben Daten haben oder eine Datenquelle haben, die wir anbinden, aus der wir mit Code Visualisierungen generieren, die unter Umständen auch dynamisch sind. Da gibt es natürlich viele verschiedene Methoden, wie man das machen kann, auch viele verschiedene Libraries. Und deshalb kann ich hier natürlich nicht alles abdecken, aber ich werde jetzt mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier wieder einen Datensatz. Ich habe auf meiner Slide eine Tabelle mit einer Spalte Alter, wo Altersgruppen sind, zum Beispiel 0 bis 4, 5 bis 9 und so weiter. Und dann habe ich eine zweite Spalte Bevölkerung in diesem Alter. Das heißt, es ist wieder ein Datensatz vom Statistischen Bundesamt, der einfach die Aufteilung der Bevölkerung in Altersgruppen wiedergibt. Wenn wir diesen Datensatz verwenden. Zum Beispiel habe ich hier jetzt für dieses Beispiel habe ich jetzt mit JavaScript und D3JS dieses Balkendiagramm gecodet, und das ist jetzt einfach ein Screenshot davon. Ich habe hier auf der Slide wieder ein Balkendiagramm. Auf der X-Achse sind die Altersgruppen aufgetragen von 0 bis 4 bis zu 95 bis 99. Die über 100-Jährigen sind hier jetzt gerade nicht mit drin. Auf der Y-Achse habe ich die Bevölkerung in diesem Alter von 0 bis 7 Millionen.
Das heißt, die Frage, die sich hier stellt, ist, wie können wir die Visualisierung jetzt so coden, dass sie für möglichst viele Menschen mit und ohne Behinderungen auch zugänglich ist. Und eine Sache von den Sachen, die ich gelernt habe und die ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, möglichst viele Alternativen auch anbieten zu der Visualisierung. Das heißt, auch wenn das jetzt kein Bild ist, sondern wenn das zum Beispiel einzelne SVG-Elemente sind, dass wir auf jeden Fall eine Bildbeschreibung hinterlegen für Menschen, die einen Screenreader benutzen, die dann sich eine grobe Beschreibung der Visualisierung anhören können. Aber auch zusätzlich, dass wir zum Beispiel irgendwo auf der Webseite die Daten als Tabellenform anbieten. Das kann auf der gleichen Seite sein, wo die Visualisierung ist, oder das kann über einen Link sein, dass das auf einer Unterseite irgendwo ist, aber dass man sich die Daten auch als Tabelle aufrufen kann. Das hilft zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel sich die Bildbeschreibung angehört hat mit dem Screenreader, aber einige vielleicht interessante Details nicht in der Bildbeschreibung drin gewesen sind. Oder vielleicht auch, wenn die Person einfach überprüfen will, ist diese Bildbeschreibung noch aktuell? Sind das wirklich die Daten? Dann kann eben die Person die Daten in der Tabelle rufen und dort nachschauen. Hier auch, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wie ich es vorhin auch schon genannt habe, Daten als Download anzubieten, damit Personen im Zweifel sich die Daten selber anschauen können. Da kann man zum Beispiel einfach die Daten als CSV-Datei anbieten. Das sollte mit möglichst vielen verschiedenen Programmen kompatibel sein und lesbar sein. Und eine weitere Sache, die auch möglich ist, die unter Umständen vielleicht nicht so straightforward umzusetzen ist, aber wenn man das hinbekommt, cool ist eine Sonification. Eine Sonification ist etwas, wo man die Daten nicht auf visuelle Elemente mappt, sondern auf Sound oder auf Töne. Das heißt, man könnte sich vorstellen, bei einem Balkendiagramm zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel auch im Rahmen meiner Masterarbeit, setze ich das auch in meinen Prototypen um, dass dann jeder Balken im Balkendiagramm durch einen Ton repräsentiert wird. Wenn der Datenwert niedriger ist, ist der Ton niedriger. Wenn der Datenwert höher ist, dann ist der Ton höher. Und dann kann man sich das eben anhören, diese Datenpunkte alle nacheinander weg. Und das Coole ist eben, dass man dadurch dann so ein Gefühl für die Form der Daten bekommen kann über das Hören. Das ist zwar nicht so exakt und es ist halt, muss ich dazu sagen, auch jetzt nicht so trivial in der Umsetzung. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Option auch. Hier nur als Beispiel, das ist ein Screenshot aus meinem Prototypen. Da habe ich eine Überschrift, also das ist quasi aus der Sidebar von meiner Visualisierung. Da gibt es die Überschrift Sonification, höre dir die Daten an mit einem Play-Button. Die Überschrift Download, lade dir die Daten als CSV-Datei herunter. Und dann noch Tabelle, öffne die Daten als Tabelle. Und hier habe ich noch einen Screenshot von einer Unterseite, wo ich die Daten eben als Tabelle darstelle. Dort gibt es die Überschrift Tabelle, Bevölkerung in Deutschland. Dann Bevölkerung in Deutschland aufgeteilt nach Altersgruppen. Jede Altersgruppe umfasst 5 Jahre. Und darunter ist eben die Tabelle mit den Spalten Alter und Bevölkerung in diesem Alter. Und oben gibt es einen Link zurück zur Visualisierung. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie man das umsetzen kann. Das sind jetzt, waren jetzt alles Ansätze, wie man das Ganze, wie man Alternativen quasi anbieten kann zu dieser visuellen Darstellung. Was natürlich ideal wäre, ist, dass man auch die einzelnen Elemente der Visualisierung selbst zugänglich macht. Unter anderem auch für visuelle haben wir schon gesprochen im Design, aber hier zum Beispiel auch für Tastatur- und Screenreader-NutzerInnen. Da geht es dann darum, dass die einzelnen visuellen Elemente innerhalb der Visualisierung zugänglich gemacht werden. Hier habe ich als Beispiel mal das Balkendiagramm von eben mit der Bevölkerungsverteilung. Aber diesmal sieht man einen Tooltip bei einem der Balken, wo steht Alter 35 bis 39, Bevölkerung 5,236 Millionen.
Gerade wenn wir solche interaktiven Elemente haben, ist es eben wichtig, dass die auch zugänglich sind. Das heißt, dass dieser Tooltip nicht nur erscheint, wenn ich mit der Maus darüber hovere, über den Balken, sondern dass eben diese Balken zum Beispiel auch mit der Tastatur angetappt werden können und dann auch die Tooltips erscheinen. Und was wir auch machen können, ist zum Beispiel, gerade wenn wir das Ganze zum Beispiel mit D3JS als SVG-Elemente generieren, dass wir auch SVG-Elemente gruppieren, zum Beispiel alle SVG-Elemente, die zur Y-Achse gehören, gruppieren und dem Ganzen ein Label geben für Screenreader, was eben die Y-Achse beschreibt, sodass man sich quasi durch die einzelnen Elemente der Visualisierung auch durchnavigieren kann mit Tastatur und mit Screenreader und dass man eben, wenn man einen Screenreader benutzt, dann auch einen sinnvollen Output bekommt, wenn man zum Beispiel die Achsen oder die einzelnen Balken annavigiert. Das ist natürlich gerade bei komplexeren und sehr interaktiven Visualisierungen gar nicht so trivial, aber das ist eben auch noch ein aktuelles Forschungsgebiet, wie man das am besten machen kann. Hier nochmal kurz als Tipp, das habe ich jetzt eben teilweise schon erwähnt, aber was wir eben machen können, dass wir den Achsen zum Beispiel Aria-Labels geben, wenn wir jetzt im Web unterwegs sind, dass wir zum Beispiel die Balken antappbar machen mit Tastatur, dafür kann man zum Beispiel Tab-Index 0 setzen und dass wir zum Beispiel die Balken oder andere Datenelemente labeln mit ARIA-Label oder dass wir sie zum Beispiel mit dem Tooltip assoziieren über ARIA-Labeled-By, sodass dann der Inhalt des Tooltips vorgelesen wird, wenn der Balken annavigiert wird. Und eine Sache, die ich ganz wichtig fand, weil ich das häufiger auch gelesen habe, ist, was wichtig ist, ist, dass vor allem Screenreader-NutzerInnen ganz klar kommuniziert wird, wenn sie sich gerade in einer Visualisierung befinden oder wenn eine Visualisierung gerade anfängt. Es ist nämlich ein häufiges Problem, dass Screenreader-NutzerInnen gar nicht mitbekommen, wenn sie gerade auf eine Visualisierung treffen, eben teilweise, weil sie entweder gar nicht barrierearm sind, weil sie überhaupt keine Beschreibung haben oder auch teilweise einfach, weil dann irgendwelche SVG-Elemente vorgelesen werden, irgendwelche Texte aus dem SVG, die zufälligerweise gerade da an der Stelle im DOM sind. Das heißt, der Screenreader fängt dann an, irgendwie die einzelnen Tickmarks von der Y-Achse vorzulesen. Die Person, die den Screenreader liest, hat überhaupt keine Ahnung, was gerade vorgelesen wird. Das heißt, wenn ihr wirklich versuchen wollt, das barrierearm zu machen, dann tut irgendwo ganz an den Anfang der Visualisierung entweder irgendeine Bildbeschreibung oder einfach ein kurzes Label, was das ganze Element identifiziert als Visualisierung oder Diagramm oder was auch immer es ist. Nun kurz zum Abschluss. Ich habe eine Ressource, die ich euch gerne empfehlen würde. Das ist nicht von mir selber, sondern das ist einfach etwas, was ich gefunden habe im Rahmen von meiner Recherche und was ich selber sehr cool finde. Und zwar ist es Chartability. Es wurde entwickelt von Frank Ilavsky. Das ist verfügbar unter der Webseite chartability.fizz.studio, Fizz mit F-I-Z-Z. Und das ist einfach so ein Kriterienkatalog, anhand dessen man selber überprüfen kann, ob die eigenen Datenvisualisierungen möglichst barrierearm sind. Und zwar ist es ähnlich aufgebaut wie die Web Content Accessibility Guidelines, die vielleicht manche kennen. Das heißt, es gibt verschiedene Kriterien. Ich habe hier ganz kurz ein Beispiel auf meiner Slide. Es gibt zum Beispiel das Kriterium Low Contrast, das heißt geringer Kontrast. Und da geht es eben darum dann, dass man überprüft, ob all die Farben, die man verwendet, ausreichend Kontrast haben, sodass sie gut erkennbar sind. Das heißt, das wäre jetzt meine Empfehlung, wenn ihr irgendwie mit Datenvisualisierung zu tun habt, wenn ihr welche designt, wenn ihr welche codet oder postet, schaut euch das an, das Chartability. Ich finde, das ist ziemlich cool gemacht. Da ist sicher viel Arbeit reingeflossen. Das basiert zum einen auf den Web Content Accessibility Guidelines, zum anderen auf Research. Und ich finde das sehr hilfreich, anhand dessen Datenvisualisierung zu auditen auf Barrierefreiheit. So viel dazu. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn ihr Fragen, Feedback oder Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne auf Mastodon schreiben. Ich bin Anvi auf chaos.social, A-N-V-I. Und ansonsten könnt ihr auch gerne gleich in der A noch eure Fragen stellen. Cool. Vielleicht mal die allererste Frage, weil sie auch ganz am Anfang schon kam. Du hast die drei Ebenen genannt, Bildbeschreibung, also Posten, das Design und dann das Coden. Und beim Posten kam schon die Frage, ob diese Bildbeschreibung, die man macht, ob die eigentlich auch von Suchmaschinen erfasst werden. Weißt du das? Da kann ich leider nicht wirklich was zu sagen. Also ich weiß, dass Bildbeschreibungen sehr viel missbraucht wurden für Search Engine Optimization, dass da eben irgendwelche Keywords zum Beispiel reingeschrieben wurden, von denen man gemeint hat, dass das dann hilft bei dem Ranking der Suchergebnisse. Denke ich, muss ich nicht näher sagen, dass bitte macht das nicht. Bitte schreibt ordentliche Bildbeschreibungen und schreibt da nicht irgendeinen Müll rein. SEO. Aber die Suchmaschinen haben das inzwischen, glaube ich, auch schon mitgekriegt und ich glaube, das funktioniert auch inzwischen gar nicht mehr so. Mehr kann ich zu dem Thema leider nicht sagen. Ja, aber gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Also zumindest hat es mal funktioniert und Menschen haben es direkt missbraucht, was sehr unschön ist. Okay. Ja, eine Frage oder ein Hinweis kombiniert mit einer Frage, der sich auf ein bestimmtes kommerzielles Produkt bezieht. Ich würde die Frage trotzdem gerne stellen, weil es einfach so weit genutzt ist. Also es gibt ja bestimmte Programme, mit denen man schön Folien machen kann. Und da, wenn man alles richtig einstellt, werden Bildbeschreibungen sogar in das finale PDF überführt. Aber es gibt auch das dazu passende Tabellenkalkulationsprogramm, das offensichtlich immer wieder meckert, wird hier geschrieben, dass man auch Barrierefreiheit prüfen soll oder kann. Und hast du da schon Erfahrung mit, wie gut oder sinnvoll sind diese Tools, die so eingebaut sind in kommerzielle Programme? Nee, kann ich jetzt leider zu solchen Programmen nicht sagen. Also ich weiß, es gibt auch Software, wo man sich zum Beispiel halt für den Webbereich Datenvisualisierung generieren kann. Und ich weiß, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt da manche, die da wirklich gute Ansätze haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Namen nennen kann oder soll. Auf jeden Fall, wenn man es googelt, findet man das auch, denke ich. Also wenn man es im Internet sucht. Es gibt eben da auch Unterschiede. Also ich weiß, dass es halt das gibt. Es gibt einige, die es sehr gut machen, die sogar auch Sonification teilweise mit drin haben, also die wirklich fortschrittlich da sind und sich wirklich Mühe geben. Es gibt manche, die zumindest zum Beispiel eine Datentabelle inkludieren. Und es gibt manche, die halt eher schlecht sind. Das ist aber alles jetzt für den Bereich Web, weil ich muss dazu sagen, ich bin einfach ein Web-Nerd und Web kenne ich mich halbwegs aus und in anderen Sachen kenne ich mich leider nicht aus. Das macht nichts, das ist trotzdem eine super Information. Also ich glaube, mit den kommerziellen Angeboten rund um Tabellenkalkulation muss man sich eh überlegen, was man damit macht und das erstmal ausprobieren. Eine Frage, die ich noch ganz interessant finde, ist, ob es eigentlich irgendwo, sei es jetzt auf Social Media oder in anderen Bereichen, schon die Möglichkeit gibt, Audio-Bildbeschreibungen zu machen, also nicht Text, sondern gesprochenes Wort mit Audiodateien und wie das dann aussieht. Das weiß ich leider nicht. Okay. Ja, gut, schade, aber trotzdem, das ist schön. Ich glaube, vielleicht weiß ja jemand von den Zuschauenden eine Antwort und kann die gerne noch posten mit dem passenden Hashtag, dann wissen wir es vielleicht, weil das ist ja schon interessant, Dinge einzusprechen. Ja, wobei ich auch gar nicht so sicher bin wieder. Also ich muss selber dazu sagen, jetzt kurz, ich bin selber jetzt, ich habe keine Behinderung, aber zum Beispiel von dem, was ich weiß, ist es ja auch so, dass zum Beispiel Menschen, die Screenreader benutzen, häufig die Screenreader sehr schnell eingestellt haben, dass sie den Text sehr schnell vorlesen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir dann so eine, sag ich mal, durchschnittsgeschwindigkeitseingesprochene Bildbeschreibung anhören müsste, dass mich das vielleicht sogar dann eher nerven würde, dass es dann nicht so schnell geht, wie wenn ich das von meinem Screenreader vorgelesen bekomme. Aber wie gesagt, Disclaimer, das ist nur eine Vermutung von mir.
Interessanter Aspekt zum Bedenken, auf jeden Fall. Okay, du hattest jetzt ganz viele Daten vom Statistischen Bundesamt gezeigt, also Zahlen oder Abbildungen. Gibt es bestimmte Bereiche, wo du sagst, oder wo besonders viele Beispiele auftauchen, wo Visualisierungen nicht gut gelungen sind? Also gibt es Bereiche und welche sind es, in denen man besonders Nachholbedarf hat an barrierearmen Visualisierungen im Web? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Was meinst du mit Bereichen? Ist das Statistische Bundesamt generell schlecht in Visualisierung oder gibt es bestimmte Webseiten oder bestimmte Anbieter, Social-Media-Plattformen, die da noch viel zu tun haben oder welche, anders gefragt, die es richtig gut machen, also wirklich positive Beispiele sind? Okay, ich möchte nur kurz einen Disclaimer geben. Die Daten, die ich verwendet habe, waren vom Statistischen Bundesamt. Die Abbildung habe ich selber gemacht. Halt eben für diese Präsentation habe ich halt die Beispiele gemacht. Deswegen jetzt über die Qualität Datenvisualisierung beim Statistischen Bundesamt kann ich jetzt selber auch gar nichts sagen, weil ich nur die Daten von da habe. Und ich kann es leider auch gar nicht sagen, jetzt in welchen Bereichen es zum Beispiel jetzt besser oder schlechter funktioniert bisher. Okay, super. Danke. Dann gucke ich gerade mal noch, ob weitere Fragen reingekommen, tatsächlich keine. Okay, gut, dann sage ich trotzdem auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank euch. Ich muss auch nochmal sagen, ich freue mich super, dass ich die Gelegenheit hatte, dass ich hier auch einen Teil von meiner Recherche von der Masterarbeit präsentiere, dass einfach das nicht nur irgendwie in irgendeiner Schublade verschwindet, was ich an Recherche mache, sondern dass ich das hier irgendwie auch weitergeben kann. Und ich beschäftige mich noch weiter damit. Meine Masterarbeit ist noch nicht, wenn jemand für das Thema oder Fragen hat, zögert nicht zu schreiben auf Masterarbeit. Oder ja. Wenn ihr Tipps für mich habt. Super. Dann würde ich sagen, vielen Dank an dich, vielen Dank an euch, die hier Fragen gestellt habt und an alle, die im Hintergrund arbeiten.